Hallöchen, da sind wir wieder mit Shakes and Fidget. Und es gibt nicht nur das Riesenjuwel hier in der Quest, sondern auch wieder ein paar News. Und bei mir wird endlich der Steinbruch fertig. Das heißt, wir können auch wieder was Neues, Schickes ausbauen. Aber da gleich mehr zu. Erstmal schnellen Kampf machen. Ah ne, haben wir heute schon alle. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich in die News rein. Da wurde nämlich heute ein kleines Update aufgespielt. Also hier steht noch auf den ersten Welten, was die Performance verbessern soll, dass das Spiel ein bisschen schneller läuft, weil man wohl herausgefunden hat, wenn jemand eine Quadrillion Nachrichten im Postfach hat und Kampfnachrichten und so und irgendwie werden die vielleicht auch nicht richtig gelöscht, selbst wenn die nicht mehr zu sehen sind, wird das alles mal so ein bisschen überarbeitet. In dem Zuge kann es dazu führen, dass in eurem Posteingang ältere gespeicherte Nachrichten weg sind, was sehr, sehr schade wäre für Leute, die sich sowas aufgehoben haben. Die Serverwartung war hier auf S31 schon gegen 15:24 Uhr, also ist demnach jetzt so auf allen Welten langsam durchgekommen. Den Bug, den es früher mal gab, dass nach einem Update das Klo wieder nutzbar war, den gibt es leider immer noch nicht. Oder nicht mehr, schade. Und da gucke ich immer noch nach jedem Patch rein und hoffe, ah, vielleicht kann man ja wieder. Das war toll damals, wo Shakes and Fidget 2.0 neu war. Da konnte man die ersten paar Male, wo irgendwie auch, was weiß ich, zwei, drei Patches pro Tag kommen, richtig schön das Klo füttern. Aber jetzt ist leider vorbei damit. Naja, kann man nicht immer machen. So, wir haben noch recht wenig Alu nur noch. Und ich nehme jetzt mal die 10-Minuten-Quest, weil dann bleiben wir genau bei 2,5 Minuten, was perfekt wäre. So, zu den Nachrichten, da ist mir auch noch aufgefallen, bei mir wurde wohl jetzt gar nichts gelöscht, weil die noch nicht alt genug sind. Oh, ich habe noch eine Gildeneinladung. Aber der ist gar nicht mehr in der Gilde. Von daher ist das wohl auch nicht mehr so wichtig und hier sind auch welche jetzt schon recht alt. Man könnte jetzt, wenn der Postspeicher voll ist, jede Nachricht hier einzeln löschen. So, und wollt ihr die löschen? Und weg ist er. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber es gibt auch eine Möglichkeit, das ein bisschen schneller zu machen. Weil ihr müsst aufpassen, wenn hier unten 100 von 100 steht, dann kriegt ihr keine Post mehr. Wenn euch dann irgendwer eine Gildeneinladung schicken möchte oder mit euch schreiben will, ist das einfach nicht möglich. Und das wäre schlecht. Von daher sollte man hier immer ein bisschen Platz halten. Und man kann hier einfach mal auf das Textfeld draufklicken. Habt ihr gesehen hier? So, ich klicke da drauf. Zack, steht auch da, wenn man rüber geht, zum Klicken des gesamten Postfach hier drauf. Und dann geht man einfach auf OK und zack, ist das Postfach leer. Das betrifft nicht die Kampfnachrichten und auch nicht die Freundschaftsanfragen oder die Freunde, die man hier drin hat. Das ist alles extra. Also da keine Sorge. Und jetzt habe ich wieder Platz. Sind natürlich die letzten Gilden-News und so weg, aber die speichert ja unsere nette Chefin auch alle auf der Gilden-Webseite. So, und ja, das erstmal so zu den Nachrichten. Das Update ist raus und ja, wir gucken uns mal einen Petkampf an. Mal gucken, meine Prognose, wir müssen Wasser 18 bekämpfen. Also 18 Pets hat er, das heißt genauso viel wie wir und ist auf 400. Rechnen wir mal, er hat das dritte gelevelt, dann vielleicht auf den hier hochgelevelt, sind da 200 Leveln. Dann vielleicht auf den 300 und 400. Also er könnte schon alle das Ding hier auf Maximum haben. Ich glaube es allerdings nicht. Und mit meinen Feuerpads haben wir den schon auf Maximum. Der ist zwar sehr schwach und der reißt auch nicht so viel. Aber wenn wir mal vergleichen, selbst wenn ihr den auf Maximum hat, hat er den nicht auf vollem Level. Vielleicht aber den. Aber von daher könnten wir auf jeden Fall, also sollten wir das Ding eigentlich auf jeden Fall nach Hause bringen. Wir gucken es uns mal an. Wie gesagt, Octodile hat er wirklich gelevelt. Wo hat er jetzt gewechselt? Ah, auf das Seepferdchen, aber auch nur auf 84. Das heißt, er ist dann auch noch nicht auf Fluoch gegangen, würde ich mal sagen. Ja, sondern auf Nixoid. Da sind jetzt schon 300 Stufen weg. Und Nixoid hat er, glaube ich, jetzt. Hat er den letzten geschafft? Das sieht fast so aus. Ach nee, Unda hat er auch noch auf 100. Das heißt aber, nach dem kommt nicht mehr viel. Sollte eigentlich echt nicht mehr so viel drin sein. Also der ist maximal Stufe 10. Ja, Stufe 8. Von daher alles schick. Und wir haben gewonnen, ein schönes Fläumchen. Den können wir jetzt leider nicht auf 100 bringen. Wäre toll, aber mit der nächsten Pflaume, die nächsten Tage droppt, können wir das auf jeden Fall machen.
Und damit haben wir den schwulen Pinguin schon mal hochgezogen. Also, naja, schwul nicht. Er hat halt eine coole rosa Farbe an, sagen wir es mal so. Ja, wir skillen erstmal ein bisschen auf Ausdauer, wie immer, weil dann ist ja unser Gold fast leer. Wir gucken mal, wie viel Leben wir da hinzukriegen. Wie ihr seht, habe ich auch schon wieder ein paar neue Edelsteine reingesetzt. So, ach, das hätte ich ja mal vorher gucken müssen. Aber wir haben gewonnen und war, glaube ich, ein recht guter Kampf. Gab wieder schön Kohle. Ja, Edelsteine sehen wie folgt aus. Hier ein sehr schöner Geschickstein, hier ein mäßiger, hier überall schöne schwarze Sockel, hier noch ein, naja, sehr schlechter Geschickstein. Und hier halt auch wieder schöne schwarze Steinchens. Und wir hatten heute wieder mal einen schwarzen drin. Und zwar einen richtig geilen. Ihr habt ja gerade die Werte gesehen. 377. So hoch ist hier nichts anderes. Von daher ist er einfach mal top und sollte auf jeden Fall gesockelt werden. Allerdings ist die Frage, wo sockeln wir den rein und sockeln wir jetzt oder später? Weil ich ja gleich, auch ich quatsche hier schon wieder die ganze Zeit, jetzt schnell ausbauen, nicht auf Edelsteinsuche gehen. So, genau. Damit Steinbruch fertig, gibt jetzt mehr Kohle. Vorher war, glaube ich, bei 21.000 oder 22, irgendwie viel niedriger zumindest. Und jetzt haben wir schon wieder schön was angesammelt. Und jetzt bauen wir erstmal 12 Tage lang die Edelsteinmine aus. Deshalb hatte ich ja auch gewartet und heute nicht mehr den auf die Suche geschickt, wo er dann nachmittags zurückkam. Was auch ganz okay ist. Und ja, ich habe also 12 Tage baut der jetzt. Das heißt bis zum 6.2. Wir müssen jetzt also 12 Tage lang hier Edelsteine irgendwo anders reinwerfen, bis zum 6. Am 6. könnten wir theoretisch schon wieder suchen. Allerdings wird das Ding ja erst um 18 Uhr noch was fertig. Das heißt, wir müssten 13 Mal was haben, um es ins Klo zu schmeißen. Wir mal gucken, hier oben haben wir 10 Stück voll und hiermit haben wir 13. Wir haben sogar noch einen 14. als Puffer. Ich bin noch am Überlegen, ob ich den aufhebe oder verkaufe. Weil, also wenn, dann verkaufe ich auch nicht den, sondern einen von den großen Glücksdingern. Und ich glaube auch den hier ganz linken, weil da sieht man auch mal hier durch das Level-Up, was ich zwischen den beiden Funden hatte, gibt es auch noch mal ein bisschen mehr Kohle und das ist gar nicht mal so wenig. Aber hier ist natürlich auch schon fast, na, sind 300.000 gut. Der Unterschied ist schon merklich. Ja, also wird auf jeden Fall einer von den großen Steinen dann verkauft werden im Zweifelsfall. Allerdings bin ich am Überlegen, das doch lieber aufzuheben. Weil, wenn das Ding dann zurückkommt, kann ich am 6. einmal suchen. Dann kommt das am 7. früh zurück. Dann kann ich am 7. noch einmal nachmittags suchen und der kommt dann auch nochmal zurück. Und wenn die beiden Edelsteine, schwarze Steine, Ausdauersteine oder Geschicksteine sind, die auch noch groß sind, dann würde ich die natürlich sehr gerne auch sockeln und nicht unbedingt ins Klo schmeißen. Von daher hebe ich, glaube ich, lieber einmal mehr was auf, um das dann auch zu machen. Und falls jetzt natürlich die nächsten 12, 13 Tage irgendeinen Epic kommen sollte mit Sockel, kann ich es nicht sockeln oder nicht anziehen, weil ich einfach hier keinen Stein habe. Aber wir gucken mal, Epic Event ist, naja, okay, noch eine Woche entfernt. Die Frage ist natürlich, ich werde wieder ein bisschen drehen müssen, allein für die Tränke. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da was kommt. Aber das Epic Event ist dann halt am 4. und 5. und theoretisch könnte ich halt am 7. schon wieder Steine haben. Das heißt, 2 Tage aufheben ist, glaube ich, nicht schlimm. Und wenn da ein Stein droppt, dann kann ich ja zur Not auch hier so einen mittleren Ausdauerstein reinhauen. Der ist ja auch nicht so schlecht. Oder einen mittleren von den schwarzen. Muss ich mal gucken. Das ist natürlich auch viel. 2 Stück sind schon ein Skillpunkt. Das ist schon ordentlich. Aber den sockeln wir erstmal jetzt. Die Entscheidung habe ich jetzt getroffen. Ich brauche auch ein bisschen Platz im Inventar, weil die 2 10-Millionen-Items kann ich nicht verkaufen. Die hier oben, die ganzen Sachen nicht. Morgen könnte ich zwar eins reinwerfen, wurde aber dazu, wenn ich insgesamt trotzdem nur noch sehr wenig Platz frei habe. Und irgendwie haben wir hier bei der Hexe auch Pech. Das sind hier irgendwie immer nur Sachen, die man nicht braucht. Ich bräuchte einfach mal Brustplatten. Ich hatte irgendwie 6 Brustplatten im Inventar und die musste ich jetzt alle schon oder die Hälfte davon schon verkaufen,
weil einfach jetzt seit Ewigkeiten nichts mehr mit Brustplatten kam. Bestimmt schon über eine Woche her oder länger, dass wir da nichts mehr hatten. So, aber die Frage ist, wo sockeln wir das Ding rein? Bei den Schwarzen, die sind eigentlich alle jetzt schon nach dem Ausbau der Edelstermine ausgetauscht worden, von daher nicht. Genauso sieht es bei den anderen aus. Also ich hatte jetzt wirklich alle Items komplett neu gesockelt. Und da müsste man natürlich jetzt den schlechtesten Sockel austauschen. Das wäre der 710er mit der Ausdauer. Und als nächstes kommt dann 714. Genau, aber Geschick. Und eigentlich brauche ich ja doch mehr Ausdauer zurzeit wie Geschick. Von daher bin ich versucht, den lieber in den Helm reinzusockeln. Was auch noch dazu kommt, dass wir halt am Event wieder im, also am Epic-Event im Zauberladen blättern und da könnte ja ein Ring kommen. Von daher bin ich dabei im Helm, glaube ich, auf der sicheren Seite und werde es auch jetzt mal in den Helm reinknallen. Verlieren wir ein bisschen Schaden. Ich hoffe, wir bleiben über 6 Millionen, aber Leben sollten wir, denke ich mal, so 1 Million mindestens hinzubekommen. Oh, sogar fast zwei. Aber Schaden natürlich ordentlich gefallen. Das war heftig. Aber in Summe war das trotzdem eine richtig fette Verbesserung. Besonders die Nebenattribute wieder ordentlich hochgegangen. Da macht gleich der Magier im Portal nochmal ein bisschen weniger Schaden. So, und hier mal ein Zitrönchen. Und jetzt gucken wir mal. 4 Millionen. Ach, schade. Ah, das hier unten wäre natürlich eine schöne Goldquest. Bin ich sogar fast versucht, die zu machen. Wir uns das hier oben. Ah, die gibt auch 7 Millionen. Aber hier, wir sind 400.000 XP Unterschied. Und das gibt 5 Millionen mehr Gold. Ja, wir spielen mal auf Gold. Heute, was soll der Geiz? Ja, und da wir jetzt ein bisschen Platz im Inventar haben, sobald wir das Ding hier verfüttert haben, drehen wir auch erstmal am Glücksrad. Gab wieder ein paar Lucky Coins. So, oh, Gold auch, sehr schön. Holz und Stein, was wir sehr dringend brauchen, kommt auch, sehr gut. 5 Millionen Gold hatte ich, glaube ich, auch noch nicht so glatt mal. Dreht, jetzt muss ich noch mal gucken, was jetzt, glaube ich, besser wäre. Ich glaube, ich muss immer noch ein bisschen was an Ausdauer skillen. Und von daher hauen wir hier erstmal noch die paar Skillpunkte rein. Ich rechne das nachher mal wieder ganz in Ruhe in meiner Excel-Tabelle durch. Und jetzt können wir erstmal einen Versuch hier machen und mal gucken, ob uns die Ausdauer was bringt. Na, hätten wir vielleicht langsam gucken müssen, aber zumindest sind wir hier weit ins Minus gekommen jetzt. So, und der nächste Kampf wäre jetzt hier im Gildenportal. Trauen wir uns da schon ran oder skillen wir vorher nochmal? Wenn der gleich zurückkommt, können wir noch einen Skillpunkt uns leisten, auf jeden Fall. Na, wir gucken erstmal. Ja, aber Stein kann ich jetzt immer noch nicht einsammeln. Aber die Leute, die mich jetzt wieder überfallen, kriegen jetzt erstmal auch mehr Steine. Von daher werden sich vielleicht mehr Leute rantrauen, weil durch den Ausbau kriegen sie immer auch das, was ich pro Stunde auch machen würde. Und das waren vorher, wo haben wir es? Steine pro Stunde. Hier. 22.500, also kriegen sie jetzt 10.500 mehr. Auf jeden Fall schon mal jeder, der mich angreift. Und obendrauf jetzt natürlich auch noch das, was im Steinlager drin ist. Das war ja jetzt mittlerweile immer schon sehr geschrumpft, wenn wir uns hier mal so die letzte Festungsabwehr angucken. Da wurde halt nur noch Holz geklaut, jetzt schon die letzten Tage. Das geht ja immer recht schnell, wenn man es halbiert. Wenn mal die Hälfte abgezogen wird, dann ist man da sehr schnell auf Null. Das hat, glaube ich, 1 oder 2 Tage gedauert. Ging rucki-zucki. Oh, hier richtig schön viel Kohle. Und dann trinken wir mal das letzte Bierchen. Und machen uns mal dran. Welche Quest nehmen wir? Ah, nehmen wir mal die. Hier gibt es von den XP her auch gut was. So, dann skillen wir nochmal. Und gab sogar gleich 2 Skillpunkte. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da kurz zu warten. Nee, warte mal. Wir gehen erstmal ins Gildenportal. Hat noch 4%. Ich war überlegen, ha, warte ich noch. Aber ich glaube, da werden heute nicht mehr so viele Leute raufhauen. Hier werden wir mal gucken. Es sind zwar noch ein paar von den Hochleverieren da, aber hier unten, ich habe schon wirklich alle draufgehauen. Bis auf 5, 6 Leute und da wird nicht jeder 1% abziehen. Es ist statistisch möglich, aber ich glaube es nicht, dass wir den heute umboxen. Aber morgen, da wird der auf jeden Fall fallen. Und vielleicht können wir da jetzt ja schon mal eine gute Vorlage machen, wenn wir jetzt nochmal einen schönen Crit raushauen. Komm, einmal rot. Ah, verdammt.
Ja, da hat der Ausdauersockel, also der schwarze Sockel, überhaupt nichts gebracht. Mit dem Geschicksockel hätten wir jetzt, na, nicht 1%, aber vielleicht ein paar tausend Schaden mehr gemacht. Aber trotzdem ganz guter Versuch. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Mal getroffen. 1% haben wir nicht ganz abgezogen, aber jetzt, na doch, kommt hin. Fast. Ich glaube, 1,9, also 19 Millionen noch was wären 1%, aber sind wir noch ein Stückchen weg. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Vorlage, dass der morgen schneller umkippt. Und dann haben wir ja 1% mehr Schaden, was uns im Single-Portal. Was bringt das Ding jetzt auf 6 und. Ach, Moment, halt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Ihr wisst nicht, auf wie viel Prozent das Portal ist. Wir gucken uns jetzt gerade mal den Kampf von gestern an. Und der war auch gar nicht mal so schlecht. Da haben wir 1% abgezogen. Der war ja nach unserem letzten Versuch auf 27. Und das heißt, ihr wisst jetzt, haha, das Ding ist auf 26% heute. Und wir gucken mal, was wir da heute reißen können. Ob das Sockeln ein Fehler war oder nicht und ob wir ein bisschen Glück haben. Jetzt müssen wir mal kritten, sehr schön. Und ich glaube, noch einen Schlag überleben wir nicht. Das war okay. Nicht gut, aber okay. Wir sind auf 13% runter, das heißt, wir haben 3% geschafft. Ist, ja, okay, sogar ein bisschen mehr wie okay. Ist gut, war ganz gut. Aber mal schauen. Ich bin halt so ein bisschen verwöhnt von den Tries ein paar Tage zuvor, wo man den jetzt dann fast mit einmal umgeboxt hätte. Aber ich bin mir sicher, morgen hauen wir unseren Gilden-Fuzzi hier um. Und dann mache ich ja noch 1% mehr Schaden. Das heißt, der geht dann auch ein bisschen schneller runter. Und dann sollten wir ihn eigentlich hoffentlich noch diese Woche kriegen. Diese Woche haben wir wieder EXP-Event. Ein Level-Up werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Aber bis zum Epic-Event auf jeden Fall nochmal hochkommen. Ein Stiefchen und dann werden wir mal gucken. Ich bin noch. Ne, wir kaufen es doch nicht. Es hält sich noch genauso lange wie der Geschicktrank. Ich bin am Überlegen, ob wir hier den Trank des Lebens noch holen. Aber so dringend brauchen wir den jetzt auch nicht. Ja, wir können noch einen Kampf machen. Da wollen wir natürlich das Maximum an Gold rausholen. Bis 6.100 noch was können wir da angreifen. Da wäre er auch der unterste. Und wir gucken mal, wie es da jetzt läuft. Mit unserem neuen Sockel sollten ja Magier bei uns jetzt weniger Schaden machen. Und es hat auch geklappt. Auch wieder schön Kohle abgesahnt. Das hat sich gelohnt. Ja, das wäre es erstmal soweit. Ich habe mir überlegt, in nächster Zeit auch mal wieder so ein paar Guide-Videos zu machen. Ich hatte da zwar schon mal so vor einem Jahr eigentlich so ziemlich alles, was es hier bei Shakes and Fidget gibt, so ein bisschen mal erzählt und mache es ja auch eigentlich immer nebenbei. Aber da viele irgendwie nicht Lust haben, sich uralte Videos anzugucken, werde ich da vielleicht jetzt mal immer so ein bisschen wieder drauf eingehen, was es halt so gibt und was man da für Vorteile draus ziehen kann, wenn man Dinge optimal spielt. So, eine goldene Rüstung werde ich in der Quest bestimmt nicht kriegen. Von daher ist es für euch jetzt auch nicht mehr so super spannend, noch zuzugucken. Ihr könnt noch mal schauen, wie viel Treibsanduhren ich hier habe. Oder warten wir noch? Gucken wir uns noch das Ende der Quest an? Na, vielleicht ist ja doch ein Epic drin. Ist ja möglich. Wir gucken mal. Die Spannung steigt. Die Banshee, schaffen wir sie? Na, noch ein Schlag und kein Epic. Naja. Hätte ja auch klappen können. So. Da nehmen wir die kurze Quest und hoffen, dass wir danach eine 10-Minuten-Quest nehmen. Die Flimmerkiste ist mein. Bis morgen. Ciao.